Zu Hause gegen Benfica, Lissabon und mit unserem Trainer Julian Nagelsmann wieder live vor Ort im Stadion. Das freut uns besonders und Ihnen natürlich noch mehr. Servus Julian, Glückwunsch und bitte die ersten Fragen gleich stellen. Julian Wolf für die Welt, ja. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Wenn man so durch die Vorrunde marschiert, wie zufrieden sind Sie da, gerade mit dem Spiel heute? Und wie sieht es da nach so einer Vorrunde mit so vielen Toren, auch gerade offensiv, mit der Favoritenrolle aus? Kann man die überhaupt noch von sich weisen in diesem Wettbewerb? Danke. Ja, ich weiß nicht, ob man das tun muss, irgendwas von sich weisen. Am Ende geht es darum, die Leistung immer zu bestätigen. Wir sind jetzt noch am vierten Spieltag, wo wir die Champions League Saison bis jetzt sehr gut gespielt haben. Auch heute, finde ich, war eigentlich unser bestes Spiel. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht mit kleinen Makeln hin und wieder. Aber ich finde trotzdem, dass wir heute unglaublich aktiv waren, sehr spielfreudig, viel Tempo hinter die Kette, sehr viele gegengleiche Laufwege, auch herausragende Einzelspieler. Da muss man schon auch sehen, welche Kette wir gespielt haben. Das ist jetzt keine Kette, die A jemals zusammengespielt hat. B, eigentlich auch wenig Rhythmus haben, oder zumindest der Tanguy, auch Benji hat jetzt nicht den Mega-Rhythmus, haben es sehr, sehr gut gemacht. Auch Tanguy hat ein herausragendes Spiel gemacht. Wenn man immer dann auch mit einberechnet, wie gesagt, wie wenig Spielzeit er hat, war das schon sehr, sehr stark. Ja, und ich finde unser Offensivspiel angetrieben heute eigentlich von unserem Sechser, viel von Josh. Da sieht man dann schon, wie viel Offensivpersonal wir da auf dem Feld hatten und wie die Positionierung war, war ich schon sehr, sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, den Standard, glaube ich, können wir oder müssen wir anders verteidigen, weil wir das einfach heute früh oder heute Mittag auch angeguckt haben. Das ist so eine typische Benfica-Situation. Das zweite Tor, das ist vertretbar, weil wir einen Fehlpass spielen, dann ist so eine Entscheidung in Millisekunden, ob wir da noch rausverteidigen oder nicht mehr. Ist dann schon schwer zu verteidigen, weil du dann 60 Meter so ein bisschen im Rückwärtssprinten bist und dich immer entscheiden musst, gehe ich jetzt nochmal raus, schaffe ich es irgendwie ein 2 gegen 2 herzustellen oder bleibt es eine Unterzahlsituation? Ja, das kann man verschmerzen. Das erste ist ein bisschen ärgerlich. Noch dazu war das auch kein Freistoß. Auch deswegen ist es ärgerlich. Es war schon sehr viel gezogene Freistöße die ersten 40 Minuten. Clevererweise, weil wir da ein kleines Mismatch hatten, Körperlichkeit. Das hat man schon gesehen, als Benfica das ein bisschen auf dem Zettel hatte. Am Ende aber, finde ich, ja, ist es bis jetzt schon eine sehr gute Champions-League-Saison und am Ende muss man das bestätigen. Und dann, wenn man das immer wieder bestätigt, dann werden wir sicherlich auch ja, weit kommen können. Und wenn wir es nicht bestätigen, dann nicht. Das ist eine relativ leichte Rechnung. Dankeschön. Gleich nebendran Lena Wurzenberger für Bild München. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Leroy Sané hat heute ein sehr starkes Spiel gemacht, hat jetzt nach 4 Champions-League-Spielen 4 Tore und 4 Assists. Worauf führen Sie zurück, dass der Knoten jetzt bei ihm so geplatzt ist und wie haben Sie ihn heute gesehen? Ja, wirklich unglaublich gut. Hatte unglaubliche Aktivität. In Union hatte ich teilweise das Gefühl, dass er nicht so aktiv war im ganzen Spiel heute. Wollte er immer den Ball haben, hat sich auch mal einen Ball abgeholt, wo wir den einen quasi ein Konto aus dem eigenen Ballbesitz haben am 16er, wo er dann 3 Spiele ausspielt. Dann das Tor, was er selber erzielt, ist außergewöhnlich. Das Tor, was er von Levi vorbereitet, ist das, ich weiß nicht, das vierte, glaube ich, war es. Ja, auch sehr, sehr stark. Am Ende geht es viel darum, dass er, glaube ich, sehr gut versteht, was seine große Stärke ist. Das ist Punkt 1, dass er eine gute Position hat, dass er einfach viel, viel zentrumslastiger spielt. Auch in der ersten Halbzeit hat er 3 herausragende Laufwege gehabt, leider immer so auf seinen rechten Fuß rausgependelt, leider, aber gute Laufwege. Und er hat einfach, wenn er zentrumslastiger spielt, ja, viel, viel mehr Aktionen in dem Spiel und hat dann auch kürzere Gegenpressing-Wege. Und der hat auch heute wieder so, ja, talentfreie Aktionen, oder wo du kein Talent brauchst, wo er in der ersten Halbzeit den Standard beim Fonsi hinterher verteidigt, über 70 Meter. Das sind so Momente, wo die Zuschauer natürlich dann kommen und ihn auch feiern, völlig zu Recht. Und es tut jedem Menschen gut, wenn draußen welche schreien und einen bejubeln und nicht negativ sind. Und da hat er einfach total den Schalter gefunden. Jeder fragt immer, was habe ich mit dem gemacht? Eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt, die andere Position. Und dann mag ich ihn ganz gern, weil er ein cooler Typ ist. Und den Rest hat er schon selber hingekriegt. Dann hier rechts bitte Frank Linkisch für den Kicker. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Sie haben gerade den Tanguy Ansu schon angesprochen. Am Freitag haben Sie uns noch erklärt, was ihm noch fehlt und warum er vielleicht nicht so spielt. Warum die Entscheidung, ihn dann heute doch zu bringen? Und was genau hat Ihnen an ihm heute gefallen, an seinem Auftritt? Ja, die Entscheidung ist am Ende des Tages, musst du, also erstmal ehrlich sein, er hat gespielt, weil 2 ausgefallen sind auf seiner Position. Das ist Punkt 1. Also muss ich jetzt auch nicht rumlügen. Ich hätte ihn jetzt nicht gespielt lassen, wenn die anderen beiden fit gewesen wären.
dann ist aber trotzdem so, dass du am Ende als Trainer, wenn du dich den Anspruch hast, ein Spieler muss sich irgendwie verbessern, musst du ihm auch die Chance geben. Und es geht nicht nur über Training, respektive haben wir sehr wenig Training, eher ein bisschen mehr wie andere, weil er häufiger im Wettkampf Ersatztraining ist, aber es sind halt selten dann für einen Innenverteidiger oder Zentralverteidiger oder Halbverteidiger die Situation, die auch im Spiel hat. Und am Ende musst du dann einen Spieler auch mal reinwerfen. Wir haben es jetzt am Wochenende mit Stani wieder gemacht, der aus dem Nachwuchs kommt, der wieder Spielzeit gekriegt hat. Jetzt haben wir es heute, haben wir uns für Tanki entschieden, dass er einfach auch mal die Chance kriegt, gerade in so einer Situation, wenn dann zwei wegbrechen. Was er sehr gut gemacht hat, waren A, seine Bälle im Halbraum. Das war das, was ich angesprochen habe, wo er immer wieder in den Trainingsmomenten oder auch in den Testspielen mir zu viel Fehler drin hatte. Das hat er heute sehr gut gemacht. Ich muss dazu sagen, dass die Ordnung, die der Gegner hatte, da auch Passwege freigibt, die für ihn sehr, sehr gut sind. Ja, und dann, was er eh kann und was er heute auch wieder gut gemacht hat, ist neben seiner Kopfballstärke einfach dieses Verteidigen. Der hat eine sehr große Aggressivität, das hat man gesehen, und hat einfach sehr clever verteidigt. Er hat in der gegnerischen Hälfte ganz oft durchgedeckt und wenn er halt nicht hingekommen ist, dann hat er so ein bisschen geschoben, ein kleines Foul gemacht. Wir waren wieder in der Ordnung, in der Struktur, ohne dass wir jetzt einen Konter kriegen. Und wenn er hingekommen ist, hat er sehr viele gute Vordeckaktionen gehabt. Es gab eine Situation, wo er kurz mal gelb-rot gefährdet war, wo ich seine gelbe Karte gar nicht gesehen habe, aber ich habe gehört, er hat eine gekriegt. Ich finde, er hat es gut gemacht. Sehr, sehr gut, sehr fleißig, gute Bälle gespielt und ja, was ein Verteidiger machen muss, nämlich verteidigt hat er auch. Das ist wichtig. Dann auf der linken Seite Klaus Bergmann für die DPA. Ja, Herr Nagelsmann, Robert Lewandowski hat heute sein 100. Spiel gemacht und natürlich wieder getroffen. Sagen Sie uns mal, fällt Ihnen jetzt irgendwie mal was Neues ein, also was wir schreiben könnten über Robert Lewandowski? Ja, ich glaube 98 Scorerpunkte, 81 Tore in 100 Champions-League-Spielen. Was Neues ist, man reduziert ihn dann auch heute, in Anführungszeichen reduziert ihn auf die 3 Tore. Ich weiß nicht, ob das reduzieren ist, aber man schreibt dann viel über seine 3 Tore. Wenn man so seine Spielfreude sieht, die letzten 30 Minuten, hat eigentlich jede Position immer mal gehabt, wollte jeden Ball haben, hat viele Situationen eingeleitet. Und ich glaube, wenn man so das Tor sieht, wo er dann chippt, nicht das letzte von ihm, sondern das zweite, wo er chippt über Flachodimos, wie er danach geht aus der eigenen Hälfte, kriegt so im Mittelkreis den Ball und dann sprintet er halt extrem nach. Und das zeichnet ihn schon so ein bisschen, oder das ist sein Charakterzug. Es gibt Stürmer, behaupte ich, die diese Anzahl der Tore erzielt haben, die dann bei dem Spielstand und bei der Überlegenheit, die wir schon hatten, da glaube ich nicht mehr so im Vollsprint dahergehen. Wenn einer 21 ist, dann meistens schon, aber der hat auch nicht die Anzahl der Tore. Und das zeichnet ihn einfach aus, dass er immer weiter treffen will, dass er die ersten 25 Minuten extrem unzufrieden war heute, weil er wenig Bälle gekriegt hat. Und irgendwann hat er das Heft des Handels in die Hand genommen und hat jeden Ball gefordert und hat extrem viele geholt. Und ja, die Quote, die ist beeindruckend. Und jetzt peilen wir die 100 Tore dann in der Champions League an. Jetzt vielleicht nicht nur dieses Jahr, das wird vielleicht eine enge Nummer, aber die wird er hoffentlich noch schaffen. Dann in der Mitte Florian Plettenberg für Sport 1. Oh, danke. Herr Nagelsmann, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben über Lewandowski gerade gesprochen. Glauben Sie, dass ihn das im positiven Sinne auch so ein bisschen provoziert, dass es immer wieder Gerüchte gibt, auch um ein mögliches Interesse an Erling Haaland, dass er sagt, hier schaut her, ich bin überhaupt noch nicht satt. Und könnten Sie noch mal kurz erklären, warum sich Musiala momentan mit einem Startelf-Einsatz möglicherweise schwerer tut als vielleicht noch vor ein paar Wochen? Danke. Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. Ich glaube, tut sie nicht viel schwerer. Es ist ja, man neigt immer dazu, als Mensch das Negative zu suchen. Sprich, warum spielt er nicht? Die Frage ist ja, warum spielt vielleicht ein anderer? Und ich glaube, dass der Unterschied ist, dass wir einfach gerade, wenn wir jetzt über Leroy sprechen, den er dann heute ersetzt hat, oder auch, wenn man Serge heute sieht oder King sieht, der natürlich am Anfang lange Zeit nicht dabei war, die einfach jetzt sehr, sehr gut drauf sind, haben wir einfach da Spieler, die es unglaublich gut machen, ja, und die es auch verdient haben zu spielen. Wir wählen ja schon mit Ball einen Ansatz, der eigentlich unglaublich offensiv ist. Wir haben eigentlich 6 Offensivspieler auf dem Feld, teilweise sogar 7. Also viel mehr Offensivspieler kann ich nicht auf dem Acker packen, dass es noch einigermaßen eine Balance hat und vernünftig ist. Und am Ende hat er einfach eine große Konkurrenz. Und er ist noch ein junger Spieler, der herausragende Qualitäten hat mit Ball, im Dribbling, im Offensiven, der aber auch noch was zu tun hat in anderen Bereichen. Und der hat 35% Spielzeit,
Das ist nicht üppig, ja, das ist aber für einen 18-Jährigen bei Bayern München jetzt nicht so schlecht. Ja. Wir sind am 10. Spieltag, wir sind am 4. Spieltag der Champions League, wir haben leider nur 2 DFB-Pokalspiele. Wenn der jetzt 35% hat und wir sind im letzten Saisondrittel, dann ist scheiße von mir, weil dafür fördern wir ihn zu wenig dann am Ende. Aber wir sind noch relativ früh in der Saison. Und es geht einfach für ihn auch, diese Schritte zu durchgehen, die ihn Leroy als junger Spieler gemacht hat, die ihn Serge gemacht hat, die ihn Kingsley gemacht hat, die ihn Thomas gemacht hat. Und das ist bei Jamal nicht anders. Und das, keiner zweifelt an seiner herausragenden Qualität, ich erst recht nicht. Das wird einer der herausragenden Spieler für Deutschland, aber auch für Bayern München. Da bin ich mir ganz sicher, wird einer der besten Spieler, die es gibt. Und dafür gilt es einfach weiterzuarbeiten. Und die Entwicklung ist für einen jungen Spieler, glaube ich, ganz normal. Und am Ende, man hört ja immer den Vergleich zu anderen jungen Spielern. Er ist halt Spieler bei Bayern München und da ist die Konkurrenz halt schon ein bisschen größer wie bei dem einen oder anderen Verein. Und deswegen ist es ganz normal. Aber nochmal, wir müssen nicht vom Negativen ausgehen. Der macht nichts schlechter als vor Wochen. Die anderen sind einfach etwas stabiler geworden, als sie es vielleicht am Anfang waren oder sind zurück nach einer OP oder nach einer Verletzung und sind einfach sehr, sehr gut drauf. Was waren die erste? Levi Holland. Ach so, naja, richtig. Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Levi weiß, wie Fußballgeschäft funktioniert, dass viel erzählt wird, viel geschrieben wird, viel berichtet wird über alle möglichen Themen. Er ist meines Wissens lang dabei. Und ich glaube, dass es dem Levi relativ egal ist, was seinen eigenen Anspruch angeht. Der will einfach immer der Beste sein und dass ihm relativ egal wäre, wer irgendwo Gerüchte schürt oder Gerüchte bedient. Ich glaube nicht, dass ihn das anstachelt. Dafür ist er schon zu lange zu gut. Dann würde es ja jedes Jahr irgend so ein Gerücht geben, wenn das der Grund wäre. Ich glaube es nicht. Dann links oben in der Ecke, bitte. Boa noite, Sr. Julian. Bem-vindo de volta. Rodrigo Coimbra para o 00 de Portugal. Depois destes dois jogos contra o Benfica, que impressões é que ficou sobre a equipa portuguesa? E perguntava-lhe também quem é que acredita entre Barcelona, Dinamo de Kiev ou Benfica, quem é que vai fazer companhia ao Bayern de Munique nos oitavos de final da Liga dos Campeões? Obrigado. Ja, ich kenne den Club und auch die Mannschaft schon relativ lange. Ich habe schon öfter gegen Benfica gespielt. Es ist eine sehr gute Mannschaft, die viel fußballische Qualität hat, viele gute Zockertypen, die uns jetzt auch in 2 Spielen sehr gefordert hat. Es war jetzt heute, finde ich, tatsächlich ein bisschen klarer wie im Hinspiel. Im Hinspiel, finde ich, kann es auch anders ausgehen, auch wenn das Ergebnis am Ende in der Summe dann deutlicher war als heute. Ich glaube, ich war es heute von uns besser, außer mit den ersten 15 Minuten. Am Ende sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht aus Fairnessgründen Benfica nicht die Daumen drücken, dass sie ins Achtelfinale uns folgen und B, spielen wir auch noch gegen die anderen beiden und ich will jetzt nicht unnötig die provozieren, weil wir die Spiele gerne gewinnen würden. Am Ende soll die beste zweite Mannschaft aus unserer Gruppe weiterkommen und ich drücke allen 3 Teams die Daumen. Meistens ist es so, über eine gewisse Anzahl von Spielen setzen sich die dann auch durch, die es verdient haben und aus ihrer Sicht, sie drücken wahrscheinlich Benfica die Daumen. Ich halte mich da relativ neutral. Machen wir noch 2 Fragen, bitte. Hier rechts oben. Safe. Boa noite, Walter Marques, Jornal Record. Aquilo que eu lhe perguntava foi quando olhou para o 11 inicial do Benfica, ficou surpreendido com a equipa que o Benfica apresentou hoje aqui, tendo em conta o jogo da primeira volta, na qual o Benfica até deu uma boa resposta até aos 70 minutos. Ficou surpreendido com as mudanças, com tantas mudanças? Ja, überrascht nicht. Am Ende, wenn man so ein bisschen der Journalie gefolgt ist und auch der Pressekonferenz, dann hat man schon ein bisschen rausgehört, dass der Fokus von Benfica auf den anderen beiden Spielen liegt. Dass man die beiden Spiele gewinnen will, unbedingt gegen Kiew und gegen Barcelona, und dass es da ums Weitergehen geht, weniger heute. Deswegen liegt es dann schon auf der Hand aus Trainersicht, dass man vielleicht einen Spieler, dem eine Sperre droht, wie jetzt Julian Weigl, nicht beginnen lässt, dass man vielleicht den einen oder anderen Vielspieler mal draußen lässt. Ich glaube, das ist relativ normal. Ich finde trotzdem, dass es eine gute und schlagkräftige Mannschaft war. Ich finde die neu reingekommen sind. Ich weiß noch, Pizzi hat uns schon mal
mit einem anderen Verein ein bisschen Probleme bereitet. Also es sind auch Spieler, die trotzdem Qualität haben und jetzt keine blinden Jugendspieler eingewechselt, von denen war ich nicht mega überrascht. Am Ende versuchst du immer alles ein bisschen vorzubereiten. Ja, und wie gesagt, wenn man die Herangehensweise so versteht, dass die anderen beiden Spiele den Tick größere Bedeutung haben fürs Weiterkommen, dann ist es nachvollziehbar und nicht überraschend. Dann die letzte Frage bitte, Georg Holzner für den Kicker nochmal. Hallo Herr Nagelsmann, ich grüße Sie. Zum einen, wie war es jetzt für Sie wieder zurück am Spielfeldrand nach der Pause? Und das Zweite ist nochmal angeknüpft an die Fragen zu Robert Lewandowski. Er hat jetzt öfter getroffen in diesen 100 Spielen als im Vergleich jetzt Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi beispielsweise. Wie sehen Sie ihn im Vergleich zu diesen beiden? Was trauen Sie ihm da für die Zukunft noch zu? Er ist ja noch ein bisschen jünger als die. Und vor allem, wie sehen Sie ihn da im Vergleich? Ja, ich glaube, es ist sehr schwer zu vergleichen, weil es total unterschiedliche Spielertypen sind. Die anderen beiden kenne ich natürlich auch nicht charakterlich. Ich kenne sie auch noch aus dem Fernsehen, wie Sie wahrscheinlich. Ich glaube, es sind alles drei sehr prägende Fußballfiguren, Fußballspieler in den letzten Jahren gewesen. Levi kenne ich halt als Typ auch mittlerweile charakterlich. Ist ein total angenehmer Mensch, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ähnliches habe ich über die anderen beiden auch gehört, wenn ich mal mit deren Ex-Trainer so gesprochen habe. Am Ende, glaube ich, traue ich dem Levi sehr viel zu, dass er auch bis ins noch deutlich höhere Alter unglaublich erfolgreich ist, habe ich schon oft betont, aufgrund seines Körpers und seiner Art zu leben, diesen Beruf auch auszuleben. Glaube ich, bleibt noch ein bisschen länger der beste Stürmer der Welt, weil er einfach, wie gesagt, alles dafür tut und alles investiert, um das auch weiterhin zu bestätigen. Zu meiner Rückkehr, klar, ich habe mich sehr gefreut. War jetzt mein erstes Spiel seit langem vor deutlich mehr Zuschauern. Plus hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen, weil die Freude, die Spielfreude, die sie hatten, auch, das kriegt ihr aber nie mit. Wenn man so im Kabinentunnel steht, ich habe jetzt auch schon ein paar Mannschaften trainiert und wenn die dann rauskommen und man nochmal abschlägt, bevor man dann auf den Platz geht, da sind schon Typen dabei, fühlen sich alle bretthart an und du merkst halt richtig, dass die Bock haben zu gewinnen und das vermitteln zumindest mir das Gefühl, dass ich auch gefreut bin, dass ich wieder da bin. Ja, wenn sie das gemacht haben als Schauspieler, dann sind sie gute Schauspieler. Ich glaube, dass sie es überwiegend ernst gemeint haben. Und da gehst du schon mit einem sehr guten Gefühl raus. Und natürlich, Fußball schauen im Fernsehen macht mir grundsätzlich auch Spaß. Es sollte nur nicht jetzt nochmal die eigene Mannschaft sein. Die 4 Spiele haben gereicht. Dann vielen Dank, Julian. Danke euch. Guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke. Ciao, ciao.